Bestrahlung beim Desmoid oder der aggressiven Fibromatose. Ein Desmoid ist ein seltener gutartiger Tumor, der von den tiefen Strukturen ausgeht, entweder den Muskelfaszien, den Aponeurosen oder den Sehnen, aber er kann auch von Narbengewebe ausgehen. Er wächst relativ langsam und obwohl er ein gutartiger Tumor ist, wächst er lokal aggressiv und infiltrierend. Außerdem neigt er nach Operation zu Lokalrezidiven. Was man bei diesem Tumor aber immer in Betracht ziehen sollte, es gibt partielle und temporäre Regressionen, ohne dass irgendeine Therapie erfolgt ist. Die Therapieoption der ersten Wahl ist ganz klar und immer die Operation. Die Bestrahlung kommt erst dann ins Spiel, wenn der Tumor inoperabel ist, äußerst selten, R2 oder R1 resiziert worden ist, auch extrem selten, oder bei Rezidiven. Wenn ich additiv nach einer Operation, nach einer N0-Operation bestrahle, bekomme ich 17% Verbesserung der Lokalkontrolle durch die additive Radiotherapie. Ist der Tumor R1 oder R2 resiziert, verbessert die Bestrahlung die Lokalkontrolle noch mehr. Bei einer additiven Bestrahlung würde ich eine relativ hohe Dosis von 50 bis 60 Gray in konventioneller Fraktionierung applizieren. Das heißt, eine sehr viel höhere Dosis als sonst bei den gutartigen Erkrankungen, das entspricht schon der Dosis eines Tumors. Der Desmoid ist ja auch ein gutartiger Tumor. Wenn ich einen Tumor, ein Desmoid, primär bestrahle, bekomme ich die gleiche Lokalkontrolle wie durch eine Operation. Erstaunlicherweise scheint das unabhängig von der Tumorgröße zu sein. Bei allen anderen Bestrahlungen ist es so, je größer der Tumor, umso schwieriger ist die Tumorkontrolle. Das scheint beim Desmoid anders zu sein. Bei der primären Bestrahlung oder auch bei einer R1, R2 Resektion würde ich sogar eine noch höhere Dosis mit 60 bis 65 Gray in einer konventionellen Fraktionierung applizieren.